ersichtlich, ist möglicherweise sogar lebhafter als bei meiner ersten Ankunft in Italien, beteuerte er Żukowski. Das bestätigen auch seine Briefe aus den Jahren 1892 und 36 an die Mutter und die Schwestern, in denen Gogol mit lebhafter Bewunderung und Herzensschwärme sowohl über die Deutschen selbst, die er die guten Deutschen nennt, erstaunt über ihre Aufrichtigkeit und einer gewissen Anmut des Umgangs, als auch über ihre herrlichen Städte schreibt. Über Hamburg, in dem es sich sehr lustig lebt, über Aachen, dessen Ansicht vom Berg wunderschön ist, über das elegante Frankfurt, das sehr gut gebaut, gemütlich, hell und von allen Seiten von einem äußerst langen und äußerst schönen Garten umgeben ist. Von der freien Handelsstadt Lübeck, wo in den Häusern eine außergewöhnliche Reinheit herrscht. In der ganzen Stadt spürt man überhaupt keinen unangenehmen Geruch. Und wo die am Stadtrand verstreuten Häuschen, die mit Bäumen, Sträuchern und Blumen berankt und umgepflanzt sind, lieblich wirken. Es war sozusagen das frühe Deutschland Gogols, hell, fast paradiesisch anmutend, in Gärten Blumen eingebettet, feinduftend und lächelnden und schönen Menschen bevölkert.